So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir mein Geburtstagslevel gespielt und ein Level von Wabaross und das Meme-Dings-Level. Und jetzt gucken wir uns das Meme-Dings-Zeug mal in der Kaizo-Variante an von WBC. Nee, wo ist es denn? Wo ist das? Da ist Kaizo. 5,55%, okay, das klingt ja aber dann schon machbar. Also das muss ja dann schon machbar sein. Jetzt gucken wir mal, was hier kommt. Ob es das gleiche Lied ist und dann nur schwerer, oder... Okay, ich krieg keine Schlüssel. Dann halt nicht. Nee, anderes Lied, okay. Okay. Lol, das okay war super gut getimed. Holy moly. Interessant. Was soll das überhaupt sein für ein Lied? Ich kenn's nicht. Kennt's jemand von euch? Es muss ein Meme-Song sein. So, jetzt muss ich den irgendwie hier loswerden. Aua! Den irgendwie loswerden. Ah doch, das erkenne ich jetzt, das Lied. Oh Junge! Puh. Danke, den brauche ich. Ah, der bleibt oben, okay. Der bleibt oben, gut zu wissen. Mist. Aber durch den Anfang sind wir gut durchgekommen. Also das war teilweise an manchen Stellen war das ganz schön kritisch. Wo ich nicht gedacht hätte, dass ich das sofort hinkriege. War ich ganz, ganz froh drum. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass es jetzt nicht mehr so gut läuft. Aber ja, das dann dazu. Ah, wir haben den Sprung geschafft. Jetzt weiß ich nicht, was kommt. Ach so. Okay. Oh, jetzt muss ich vor dem wegrennen. Okay, geschafft. Was kommt noch? Ich habe jetzt schon Bedenken gehabt, dass man irgendwie jetzt noch hier schnell rum muss und ansonsten wird man zerquetscht von der Wand. Aber alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir das ja auch geschafft. Gut. War gar nicht so schlimm, wie erwartet. Hieß halt Kaizo. War kein Kaizo. Puh. Glück gehabt. Gut, dann haben wir hier oben alles. Jetzt müssen wir noch das von Devory spielen. Und das hier von Rabaross. Und natürlich stimmt das von Marcy. Deswegen habe ich ja gesagt, das machen wir in dem Part. Damit lassen wir uns Zeit. Rekord ist 5,43. Von Vicaris. Wow. 2,22%. Okay. Das wird das Level des Parts offensichtlich. Na dann, gucken wir mal rein. Wenn es natürlich so lang ist, weiß ich nicht, ob ich jede Ecke mir angucke. Mal schauen. Vielleicht ist es auch einfach schwer und nicht lang. Das kann natürlich auch sein. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Okay, wenn ich schnell bin, sollte ich hier durchkommen. Okay, komme ich nicht. Ich sehe da auch schon die Flagge. Okay, wir haben schon mal ein paar Dinge gesehen. Das ist schon mal gut. Ich komme hier also wieder raus, wahrscheinlich als Feuer-Mario. Vorher geht hier nichts. Okay, alles klar. Wir brauchen also eine Feuerblume. Wobei... Ah ja, ja, klar, verstanden. Ich muss ja den Pilz behalten. Okay.
Ich muss also hier oben rein. Hab gerade überlegt, ob ich mit den Kugeln was machen kann. Aber die reagieren ja nicht so wie die Kugeln in dem anderen Ding, ne? Das war, weil es Nachtthema war. Das war, weil es das Nachtthema war. Okay. Sonst hätte ich die lenken können. Das ist nicht relevant. Wait, da könnte was drin sein. Okay, da ist nichts drin. Na, komm mal her, Kollege. Das Feuer, Alter. Das hätte ins Auge gehen können. Okay, wir können hier rein. Da ist ein On-Off. Ah, den kann ich mit dem Koopa drücken. Ja, wait, aber jetzt... Ah, ich komme hier nicht mehr zurück. Oh Gott, ist das gut durchdacht. Ich kann jetzt nämlich nicht mit der Shell zurück, sonst hätte ich jetzt mir den Weg zum Dings aufmachen können damit, ne? Da komme ich auch nicht rein. Okay. Oh, ist das gut durchdacht, ey. Okay, jetzt ist hier der Weg offen. Den haben wir mit dem On-Off aufgemacht. Hier kommt ein Pilz raus. Der schon wieder weg ist. Da, oh, hi. Oh, ich hab... Okay, ich fürchte, ich muss den Pilz hier behalten und dann kommt da drüben an der Stelle eine Pflanze, also eine Blume raus. Kann man keine Stampfattacke aus zwei Blöcken Höhe auslösen? Ich krieg keine hin. Ah, jetzt. Interessant. Ist aber gar nicht so simpel. Müsste man das auf Zeit machen, wäre das sogar eine Herausforderung. Oh, komm her, Kollege. Oh, Mist. Oh, Mist. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass man es behalten muss. Weil sonst würde man sich hier ja relativ schnell softblocken. Also was ich jetzt auf jeden Fall mal mache, ist, ich nehme Shell mit. Weil die hilft mir, glaube ich, schon einiges da drüben. Oh, no. Knapp daneben ist auch vorbei. Okay. Weil mit einer Shell und dem Pilz hier käme ich ja auch durch. Na, wenn ich den Pilz habe noch und die Shell, würde das auch funktionieren. Es kann ja auch sein, dass es so gedacht ist. Möglich wäre es jedenfalls. So, komm her. So, du nicht. Ja, du anscheinend doch. Okay, aber wir kriegen ja noch einen Pilz. Alles gut. So. So, jetzt schicken wir den erstmal hier los. Dann kann der da aufräumen. Sehr schön. So, jetzt haben wir Pilz und Shell. Und wenn wir damit zurückgehen, hier ist ja jetzt irgendwo der Block gewesen. Genau da nämlich. Wenn wir damit zurückgehen, müsste es doch passen. Oh, es geht noch gar nicht komplett zurück. Okay. Kann ich da rein? Nein. Ist die Shell jetzt da unten noch? Hä? Ah, die ist vielleicht durch so eine Stachelkugel kaputt gegangen. Weil offgescreen kann ich die noch nicht haben. Ah, da ist wieder eine neue. Uff. Okay, das könnte jetzt der Block dorthin zurück sein. Oh, da kommt einfach Geld raus. Okay. Ah, jetzt ist mir... Jetzt habe ich den Koopa aufgescreent. Den kriege ich nicht wieder her, oder?
Ja. Okay, aber da komme ich auch noch nicht raus am Ende. Hier muss ich jetzt einfach nur aushalten, scheinbar. Oder ich muss die Pflanze kaputt machen und dann kommt hier ein P-Switch raus. Das war eigentlich, ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man gleichzeitig aus der Röhre eine Pflanze und ein Item lassen kann. Das ist ja cool. Das wusste ich echt nicht. Oh, wait, aua. Okay, schnell hier hoch. Da kommt wieder was raus. Da kann ich auch nicht rein, okay. Jetzt muss ich. Wie mache ich das denn jetzt? Oha. Aber der ist jetzt halt voll im Weg. Okay, jetzt. Oh mein Gott. Okay, ich muss hier wirklich vorsichtig spielen. Ah, das Level ist super gut wieder. Lang. Super gut spielen, so viel dazu. Lang, herausfordernd, ideenreich, gefällt mir. So. Nein. Ah! Oh Mist. Okay. Da! Ah! Die kam etwas schneller zurück als erwartet. Aber hier bringt es ja nichts, da jetzt das kaputt zu machen. Das ist nur für Münzen. Ich nehme die lieber mit. Kann ich die glatt. Das hat ein bisschen weh getan. Die pfeffern aber von den Pflanzen echt ordentlich zurück. Und die hatten ordentlichen, wie sagt man? Rückstoß ist es bei einer Waffe. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, wie komme ich jetzt hier raus, ohne dass der mich, okay, so, trifft? Gut, jetzt sollten wir es mal schaffen, bis zu dem anderen Power-Up zu kommen. Und dann zumindest zu sehen, ob es progressive ist oder nicht. Man müsste ja erstmal nur wissen. Wir wissen es ja noch nicht. Kann ja sein, dass es wieder nur ein Pilz ist. So, wir sehen es jetzt auf jeden Fall. Oh mein Gott. So gut. Jetzt ist das Level durch. Jetzt ist das Level durch. Den verliere ich nicht mehr. Da wäre ich ja schön blöd. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Nimm dies und dies und dies. Kann ich damit eigentlich auch Blöcke aufmachen? Holy moly. Das ist natürlich das Item der Wahl hier. Nice. Oh, ich kann den, ich kann mit dem Bumerang den P-Switch drücken. Okay, das geht nicht. Das müssen die noch aufmachen. Nein!
Aber egal, egal, wir können jetzt Damage boosten durch das Viech. Wir können jetzt durch das Viech Damage boosten. Alles gut, alles gut. So. Wo komme ich jetzt raus? Okay, ich prophezei jetzt Folgendes. Aus der Röhre mit der Pflanze muss ein Hammer kommen. Oder wieder ein P-Switch. Oder wieder ein Bumerang. Ja, das ergibt natürlich... Das ergibt natürlich am ehesten Sinn, dass es wieder ein Bumerang ist, klar. Und jetzt hat man nämlich sicher ein Item und kommt sicher durch den Abschnitt am Anfang. Ja, perfekt. Nice. Sehr nice. So, jetzt schauen wir aber, dass wir den behalten. Wäre ärgerlich, den gleich wieder zu verlieren, ne? Was ist hier drin? Okay, da wäre wieder einer drin. Aber wenn wir tot sind, ist da natürlich erstmal nur eine Blume drin. Oh mein Gott, die gehen nicht kaputt. Aber ich habe den da oben noch ausgelöst. Oh, das Glück. Das Glück. Okay, die Dinger gehen nicht kaputt. Die werden nur zurückgeschleudert. Okay. Oh, jetzt pass auf. Jetzt kommt hier der IQ-Move. Tschüss. Oh Mist. Zack. Ach Mann, es reicht nicht. Ich wollte... Jetzt ist der da... Ja, genau, das wollte ich. Den da durchpfeffern. Sehr gut. Nein, 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 nein. Mist. Okay, aber solange ich den behalte, könnte es ja sein, dass ich den irgendwo wiederkriege. Yo. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen, nicht treffen... Oh. Okay, geht das gut, wenn ich jetzt die da durchschicke? Oh, ich kann die... Ich kann die da gar nicht durchschicken, ne? Ja, dann müssen wir das jetzt lassen. Oh, hier wäre jetzt wieder einer drin gewesen. Mist. Hi. Au. Okay, die große Kugel muss... Ja, okay, ich habe keinen Bumerang mehr. Sonst müsste ich die umdrehen lassen. Ist aber nur für eine Münze. Das heißt, ich kann der ja... Ich kann auf die verzichten. Ich brauche die Münze ja nicht zwingend. Die könnte ich mir jetzt aber holen, wenn ich den Bumerang noch hätte. Das ist das Ding. Ah! Oh, oh Gott, hier ist was los. Können wir, nee, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh no. Schade. Ach, hier ist ein Pilz. Das heißt, wenn ich jetzt den nicht verliere, und das werde ich nicht, kriege ich hier automatisch meinen Bumerang wieder. Nice. Okay. Wichtiges Item. Nicht mehr verlieren jetzt hier. Nicht mehr verlieren, den Bumerang. Den werden wir jetzt auch nicht mehr verlieren. Wir pfeffern jetzt hier alles weg. Das ist der andere Weg. Okay, dann gehen wir oben rum. Obenrum war besser. Obenrum war besser. So, nicht den Bumerang verlieren, den wir noch nicht haben. So, jetzt nicht mehr den Bumerang verlieren. Dann ist alles cool. Mist. Okay. Aber wait, wie bin ich denn... Ach so, weil ich den da oben... Ah, ich muss den kaputt machen, um da hochzukommen. Okay. Also das Leveldesign von Marcy ist echt cool. Das ist wirklich durchdachtes Zeug. So, der weg. Der weg. Und der weg. Nice. So, und jetzt komme ich nämlich wieder hier hoch. Und jetzt... Oh nein! Aber vielleicht schafft es zumindest den Pilz zu behalten. Okay, gut. So, und dann kommen wir nämlich hier durch. Das ist mir lieber, als hier mit dem anderen komischen Ding entlang zu segeln. Oh nein, kein Progressive Power-Up. Das ist schade. Darauf hatte ich jetzt eigentlich gehofft. Aber okay. Dann eben nicht.
Ich kann damit umgehen. Ich werde jetzt hier immerhin nicht durch das erste Mal direkt sterben, wenn ich jetzt verfehlen sollte. Aua. Okay, wir gehen hier rein. Oh, das riecht nach Bossfight. Oh, warum sage ich's denn? Das sind zwei Wendys. Oh Gott. Aber die Arena für Wendy ist cool, ne? Das hat was wieder. So, du hast wirklich verschiedene Wege, da auszuweichen. Das ist nicht einfach so eine random Arena, da wurde sich was bei gedacht. Stirb doch einfach. Nicht wieder. Oh, ich habe ihn gedrückt, aber er hat mich. Ich war zu langsam. Ah, nein! Okay, den Pilz kriege ich wieder. Ich hätte ja eh kein Dings mehr bekommen. Insofern muss ich das eh jetzt akzeptieren. Dann versuchen wir jetzt mal groß zu Wendy zu kommen. Ja, ist so viel zu groß zu Wendy. Vielleicht versuchen wir überhaupt zu Wendy zu kommen. Was ist eigentlich in der Röhre? Ist da irgendwas? Da ist nichts drin. Okay. Schade. Nein, es sind drei Wendys! Oh, nice. Ja, so treffe ich die nicht. So schon. Oh mein Gott, ne? Die ist echt. Ha. Es sind drei Wendys. Oh mein Gott. Okay, jetzt aber. Jetzt behalten wir den Bumerang. Mark my words. Jetzt weiß ich ja den Fehler, den ich immer wieder gemacht habe. Und den Fehler mache ich jetzt einfach nicht. Ja, nämlich, dass ich hier oben meinen Bumerang verloren habe. Ich meine, den Fehler zu verhindern ist ja jetzt nicht so schwierig. Jetzt muss ich hier halt nur ein bisschen aufpassen. Einfach durch und dann passiert mir auch nichts. Easy. Easy. So, und jetzt machen wir hier alles kaputt. Dann kann hier gar nichts passieren. Okay, nice. Oh mein Gott, wir sind mit Bumerang bei Wendy. Nice. Nein, 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 nein. Mist. Okay. Es wäre halt gut, die in der Reihenfolge rauszupfeffern. Dass man zumindest erst ein paar... Oh nein! Oh nein! Nice. Die Frage ist halt, muss ich alle erledigen? Kommen jetzt dann wirklich drei Schlüsseltüren? Oder... Oh, Mist. Kommen dann wirklich drei Schlüssel oder brauche ich nur einen Schlüssel? Das ist die Frage. Aber das kann man nicht rausfinden, weil es ist ja eine Box, durch die ich gehe. Das heißt, wenn ich die Box betrete, ist die Box benutzt. Das heißt, wenn ich dann vor einer anderen Schlüsselbox stehe und keinen Schlüssel habe... Ah, dann war's das. Jetzt gucken wir uns mal den Weg an. Einfach nur, um zu gucken.
Vielleicht ist da ja noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Aber da gefällt mir der Weg obenrum deutlich, deutlich besser. Zum Glück gibt es diese Alternative, obenrum zu gehen. Yo, mach mal nicht. Das ist auch viel länger, der Weg hier. Uff. Ey, jetzt, ich hab dich doch erwischt, du Viech. Okay, also, Pilz kriegen wir wieder. Bumerang natürlich nicht. Hi. So. Dann hier wieder durch. Möglichst unbeschadet. Oh oh. Das wird nicht unbeschadet, wenn ich so weitermache. Nein. Okay, dann einfach durch. Alles gut. Hauptsache, komm zu Wendy. Mist. Puh. Nice. Ah, oh, das war keine echte. Nein! Oh, aber wir gehen auf jeden Fall oben rum. Also das ist ja... Oh Mist. Aber das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, der Weg. Das ist ja 100-mal angenehmer, hier rumzugehen. Nein, das war nicht, was ich wollte. Mist. Das war, was ich wollte. Nice. So. Friss das. Oh lol. Die hätte mich ja jetzt fast selbst erwischt, wenn ich da nicht... Oh Gott, da hätte ich nicht dran gedacht, dass das so passieren kann. Ne, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Oh Gott, das wäre schief gegangen. Hilfe. Das wäre ganz schön schief gegangen. Nice. Nice. Nein! Ah, Gott, das sind so viele. Ich müsste halt mit dem Bumerang, könnte ich die ganzen Schatten-Wendys erledigen. Und dann würde ich die echten sehen. Okay, das machen wir mal ganz schnell wieder weg. Ich muss mit dem Bumerang dahin kommen. Es hilft nichts. Oh, das ist ein krasser Bosskampf. Weg mit dir. Weg mit dir. So, diesmal warten wir und dann können wir den Bumerang auch diesmal wieder mitnehmen. Nein! Oh, verdammte Miesne! Mist! Okay, ich muss was ausprobieren. Komm hier hoch. Ja, perfekt. So. Ich muss wissen, was da drin ist. Ach so.
Wäre jetzt nämlich ein Pilz drin gewesen, würde ich auf einen Progressive Power-Up hoffen. Und dann wäre da oben vielleicht nochmal ein Boomerang gewesen, aber ich krieg nur einen einzigen Boomerang am Anfang. Okay. Wurde es hier noch irgendwas versteckt? Oh, ein versteckter Boomerang wäre natürlich auch eine coole Sache. Vielleicht, dass man hier in irgendeine Röhre noch rein kann. Habe ich noch gar nicht getestet. Aber das fühlt sich auch etwas riskant an. Mist. Etwas riskant an, das hier überhaupt zu testen. Nee, da, ich kann hier nirgends rein. Okay. Dann einfach raus. Einfach tschüss. Als bin ich halt wieder klein bei Wendy. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Ja, cool. Seid halt überall, wo ich nicht bin. Ist in Ordnung. Toll. Nein, das war die falsche Taste. Nein, 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 nein. Okay. Nein, oh mein Gott, das war so knapp. So, tschüss. Okay, diesmal aber alles hier wegratzeln. Nein! Mist. 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 Oh nein. So. Gut. Gut. Nein, das sind doch alle Schatten. Die sehe ich doch sogar, dass das Schatten sind. Da ganz links wäre eine gewesen. Die ist echt. Boah, aber drei Wendys sind schon sick. Uff. So. Hä? Koopa, geh weg. Wow. Das war die falsche Taste. So. Tschüss. Okay, ganz vorsichtig jetzt an die rangehen, an die Kollegen. Ich krieg den halt so nicht, ne? Das ist das Ding. Ich muss jetzt wieder ein bisschen hoffen, dass es einfach gut geht. Okay, sehr schön. Was wäre eigentlich, ist hier irgendwie... Ne, hier ist außer der echt nichts drin. Aber wir holen es uns jetzt einmal, weil wir es können. Ja, hier wäre wirklich nichts anderes. Okay. So. Okay, Daumen drücken, dass ich mit dem Boomerang durchkomme. Ich meine, ich kann es ja immer noch versauen. Das ist ja das Ding. Gut. Die erstmal weg. Wow! Den weg. Okay, jetzt darf eigentlich nichts mehr schief gehen. Jetzt darf gar nichts mehr schief gehen. Bis halt auf Wendy selbst. Die kann schief gehen. Und zwar gewaltig. Oh Gott. Nice. Die ist echt. 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 Ich habe halt auch drei Hits mit dem Boomerang. Es ist ja nicht nur die Fähigkeit des Boomerangs. Oh mein Gott, ja.
Wait, wo sind die anderen hin? Habe ich alle erledigt? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein krasser Wendy-Fight. Uff. Das war ein krasser Wendy-Fight. Okay. Ja, es war halt herausfordernd. Also, ich fand's okay. Puh. Ich will noch das Musiklevel. Machen wir das im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.